Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Hui, es geht weiter. Ja, Balas ist aus dem Urlaub wieder da und wir können wieder loslegen. Ihr seht es trotzdem mit einer riesen Verzögerung, weil da kommen ja noch ein paar Folgen vorher. Egal, ich bin wieder aus dem Urlaub da. Freut euch, Freude. Ihr dürft mich jetzt anbeten. Dankeschön, genug gebetet für heute. Was? Egal. So, wir haben natürlich auch wieder einen Plan für heute. So ein bisschen zumindest. Echt, was machen wir? Nichts. Ich dachte, du hast den Plan. Ich habe einen Plan. Ich muss weg. Nein, natürlich haben wir irgendwie doch ein bisschen Idee, was wir machen wollen. Genau, und zwar wollen wir heute dann uns mal wieder so ein bisschen in puncto Miner durch die Gegend bewegen. Und wir haben euch ja auch versprochen, dass wir wieder in den Nether gehen wollen. Das machen wir auch heute. Ja. Ne? Aber vorher müssen wir halt mal gucken, dass wir vielleicht hier und da noch mal ein paar Diamanten finden. Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Damit man das Equipment ein bisschen anpassen kann, aufbessern, aufprobieren. Genau, vor allen Dingen, damit wir diesen Lorenspawner, den wir letztes Mal gefunden haben, jetzt endlich mal auch effektiv ausnutzen können. Ja, ne? du damit dich wir da Lohnviecher heißen die, dass wir Lohnstäbe farmen können praktisch. Ja, genau. Weil so langsam wollen wir uns denn ja auch mal ein bisschen mit dem ganzen Spaß beschäftigen, was wir da so machen können. Achso. Jetzt muss ich jetzt allerdings erstmal wieder ein bisschen in Minecraft reinkommen. Ich habe jetzt ewig nicht mehr gespielt. Ich hau gerade noch mal ein bisschen Eisen in den Ofen, dass ich dann mir zur Not noch ein bisschen was nachbauen kann an Spitzhacken. Jo, das ist glaube ich keine so schlechte Idee, dass du die Workbench holst. Sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Ach was, Workbenches werden überbewertet. So, ich glaube, ich bin soweit eigentlich dann fertig. Gehen wir zusammen los oder gehen wir wieder einzeln farmen? Ich würde einzeln farmen gehen, wenn wir es machen, weil dass wir uns halt in mehr Richtungen ausbreiten praktisch. Das ist irgendwie effektiver, ne? Ja, als wenn wir jetzt zusammen da langrennen und ja, das sind Diamanten, ne? Und dann schlagen wir uns drum oder so. Ja, hast schon recht. Also letztendlich ist das die effektivere Geschichte dahinter. So, das kann auch mal eben beiseite jetzt noch. Mein Gott, ey, der Mineneingang ist zugewuchert. Ja, ich werde mal ein bisschen außerhalb gehen, wie immer. Ich gehe hier wieder in unsere Standardmine. Also, jo. In meine Lieblingsmine. Wo ich ja auch noch, stimmt, weil ich jetzt gerade davor stehe, da wollte ich ja auch noch einen Eingang dann dazu bauen, so einen schönen Mineneingang. Aber es ist gerade Nacht, deswegen können wir uns ja schon mal aufteilen. Also ich gehe schon mal in die Tiefen. Wir haben übrigens gerade so festgestellt bei unserer Mini-Vorbesprechung, dass wir ganz schön viel zu tun haben. Ja, wie immer. Es ist ein Fluch mit diesem Spiel. Minecraft ist böse. Wenn ihr die Wahl habt, Minecraft nicht zu spielen, dann spielt es. Ja, okay. Das ist zwar nicht logisch, aber egal. Nein, nicht wirklich. Bei mir wird Logik auch nicht groß geschrieben. Achso, schreib's mir klein, ganz klein. Ich kann gar nicht schreiben, ich kann auch nicht lesen. Welche Richtung gehe ich denn heute mal? Vielleicht mal hier so hinter das Bauernhaus. So, hier hatte ich nichts aufgeteilt, aber da ist nach oben gegraben. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Ist natürlich auch wieder schön, dass es ausgerechnet jetzt Nacht ist. Da war ein Lava-Einbruch. Ja. Ich muss mich gerade mal hier in der Mine wieder zurechtfinden, die ich hier schon angelegt habe. Ja, das spielt man eben mal ein paar Wochen nicht, ne? Und dann sowas. Ja. Oh, ich habe einen Lavasee gefunden. Yay! Ja. Ich suche mir jetzt hier irgendwo einen schönen Eingang zu der Mine, wo ich hoffentlich noch nicht war. Ich gehe jetzt einfach ganz frech dann hier hinten irgendwo weiter. Ups, geht's nicht raus. Irgendwo hier hinten in der Mine hatte ich ja auch dann die, die verlassene Mine gefunden, diesen Dungeon da praktisch. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Da möchte ich nicht wieder hin. Da war es gruselig, da habe ich Angst. So. Und über was wollen wir denn reden? Yay, reden! Ach ja, jetzt gibt's ja wahrscheinlich genug, ne? Jetzt hat man sich so 2 Wochen lang nicht mehr gesehen. Aha, hier ist doch ein schöner Eingang. Ja genau, also Juvi, wie geht's Frau, Kinder? Frauen, Kindern geht's gut. Hab ich alle in den Keller eingeschlossen. Die sind da ruhig. Wie lange? Mal gucken, ne? 4-5 Tage, nachdem ich sie eingesperrt habe, war Ruhe da unten. Ach so meinst du das? Ja, also das kommt hin, ja. Ist zum Glück kein Vorratskeller, ne? Genau. So, und schon ist die erste Spitzhacke im Eimer. Nö, aber ansonsten gibt's nicht viel Neues. Ich hab grad ein bisschen Urlaub.
Ich auch. Ey. Das stimmt, das wollte ich dich sowieso fragen. Du hast ja gesagt, das machen wir jetzt live in der Aufnahme. Yay. Ja. Warum hast du eigentlich nächste Woche 3 Tage frei? Oder hast du die komplette Woche frei und nur da an den Tagen Zeit für mich? Nee, ich hab, eigentlich hätte ich, wie soll man das jetzt erklären? Das ist ein bisschen schwierig, die ganze Situation. Weil eigentlich hätte ich nächste Woche frei. Wiederum muss ein Arbeitskollege von mir dringend weg in meiner Woche. Und der hatte jetzt aber wiederum diese Woche frei, die jetzt gerade vorbeigegangen ist. Und dann haben wir so ab Donnerstag getauscht, dass er quasi für mich Dienst macht und ich Urlaub nehme. Und damit er halt zu seinem Termin kann, dann hat er am Freitag und am Samstag jetzt frei. Oh ja. Alles ein bisschen umständlich, alles ein bisschen blöd, aber das habe ich auch gemacht, um ihn halt bei seiner Sache, die er da macht, das will ich jetzt nicht so genau ausführen, was er da macht und so, zu unterstützen. Okay. Ne, also alles doof für mich eigentlich, weil ich wollte eigentlich noch in meine Heimat fahren und so, aber das hat sich mal eben erledigt dann. Man sagt zwar immer, zu Hause ist es doch am schönsten, aber das ist eigentlich eine Lüge. Ja, aber jetzt habe ich halt so einen hässlich gebröckelten Urlaub, weißt du, das nervt mich eigentlich am meisten. Ist ja auch okay, du wirst das schon rumbringen. Ja, ich habe ja jetzt hier 2 Wochen war ich ja jetzt unterwegs, war ich in Andalusien. Für die Leute, die nicht wissen, wo Andalusien liegt, das ist im Süden von Spanien. Und da war ich mit meinem Vater unterwegs, da waren wir mit dem Auto offroaden, also ein bisschen durch Wald und Wiese, ne? Und über Berge. Und ja. Und am Abend saufen. Alkohol ist nicht gut. Ich kann im Augenblick kein Bier mehr sehen. zumindest das gute San Miguel nicht. San Miguel ist eine spanische Biermarke. Ah, okay. Ja, hätte ich mir jetzt irgendwie denken können, ne? Ja. Muss ich sagen, ja, es ist trinkbar, aber ja. Man ich bin froh sein, wieder zu Hause. Ich bin froh wieder zu Hause zu sein. Verstehe. Denn Alkohol nichts gut für Momischka. Zumindest nicht in diesen Mengen. Naja, das war jeden Tag. Also jeden Tag ist so eine 28er Palette, Dosenbier weggegangen. Huch. Mit wie vielen Leuten wart ihr unterwegs? Zu dritt. Boah. Was denn? Das ist aber schon echt viel. Alter, jetzt setzt dich das hier fest, oder was? Fick dich, scheiß Lava. Die Lava will mich ficken. So, oh, gut. Du alte Memme, wird bestimmt heiß. Nicht mit mir, Baby, nicht mit mir. So, und ich habe mir eine Workbench da oben hingebaut, um die Lava abzubröckeln. Das ist schlecht, weil ich habe den falschen Block erwischt. So, ich habe sie wieder eingesammelt, ich habe sie gerettet. Yes! Geil. Okay. Ja. Nee, auf alle Fälle waren wir da unten unterwegs, so ein bisschen offroaden. Und wie gesagt, ja, war eigentlich ganz lustig, hat Spaß gemacht. Das glaube ich. Und bist jetzt entspannt oder gestresster als vorher? Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein, sagen wir es so. Ja, ich kann mir auch schon vorstellen, dass das ja auch irgendwie stressig ist, so die ganze Zeit mit dem Vater aufeinander zu hocken und so. Weil Ruhe hat man ja trotzdem nicht, oder? Ja, wir haben im Auto im Dachzelt geschlafen. Also es waren halt wirklich 2 Wochen, die ich jetzt wirklich effektiv nur im Auto gepennt habe. Ja, dann kann ich mir auch schon mal vorstellen, warum du froh bist, zu Hause zu sein. Weil so langsam vermisst man ja wahrscheinlich das eigene Bett mal, oder? Ja, so ein bisschen. Aber es war eigentlich okay. Also soweit war es okay. So, also es ist ja ein ein bisschen umgebautes Auto, so wirklich auch für Geländetauglichkeit und so. Ne? Also da ist eigentlich, ich sag mal, alles drin, was das Herz begehrt. Ist zwar übertrieben, aber alles drin, was das Herz begehrt. Also das Dach ist halt aufklappbar, dann hast du direkt ein Dachzelt vom Auto aus drin, du kehrst übers Auto von drinnen dann hoch und alles, ne? Okay. Oben halt dann so, also im Dachzelt hatten wir dann die Schlafsäcke drin. Man muss allerdings sagen, wir hatten super geiles Glück. Also jetzt, wo wir da unten wieder weg sind, ist das ganze Wetter wieder besser geworden. Ja. Also wir hatten auf dem Weg hin, hatten wir schon so ein super Pech, also es waren 4 Tage lang, in denen es nur geregnet hat. Ah, das ist natürlich ätzend. Auf der Anreise. Und das sind so circa 2500 Kilometer. Ja, und dann die ganze Zeit nur Regen. Also kann man jetzt so ganz grob schätzen, ne? Immer wieder leicht trocken, aber bewölkt war es die ganze Zeit. Und Spanien ist ja eine Gegend, die ist dafür bekannt, dass es da so viel regnet. Weiß man ja. Ja, klar. Deswegen haben die da ja auch eigentlich im Sommer immer so viele Waldbrände. Und jetzt ist eigentlich die Zeit, wo es halt doch wieder trockener wird. Schön. Da drin. Seid ihr genau und, richtig wieder losgefahren. Wir haben es praktisch eigentlich nichts mitgekriegt davon, dass es da so trocken wäre. Wir haben die ganze Zeit dumme Witze gemacht, so von wegen, ja, wie hier, gutes Wetter, weißt? Aber nicht hier, sondern woanders.
Und der ganze Urlaub stand unter folgendem Motto: Da hinten wird's heller. Weil immer am Horizont waren immer helle Streifen. Allerdings waren die nicht mehr da, als wir dann da waren. Da hinten wird's heller. Finde ich schön. Na, das war unser Reisemotto, ne? Ja, ja, man sollte sich schon ein Reisemotto schaffen. Ja, das ist wichtig, finde ich. Hab schon wieder einen Dungeon gefunden. Mit einem Spitzen. Dann haben wir uns auch überlegt, weil, jetzt gehen wir gleich über zum nächsten Thema. Fußball. Weil es hatten ja irgendwie hier, was war das? Barcelona hat ja gegen, hier FC Barcelona, glaube ich, ist, oder gegen FC Bayern gespielt. Nope. Das war so Champions League Halbfinale Rückspiel, wo Bayern anscheinend irgendwie, also gut, ich bin ja auch so der super Fußballkenner, ne? Scheiße. Nicht Geisen dabei. Auf alle Fälle haben wir uns auch überlegt, ja, jetzt hier müssten wir eigentlich dann über den Campingplatz fahren und rumgrölen, FC Bayern, nachdem wir gewonnen haben, um die ganzen Spanier da fertig zu machen. Bis sie euch fertig gemacht hätten. Ja, das haben wir nicht gemacht, weil der Campingplatz war eh fast leer. Da waren nur zwei Engländer. Also zwei Plätze waren von Engländern belegt. Achso, ja. Und alle anderen außer Deutschen können nicht wirklich gut Fußball spielen, sage ich schon, Auto fahren. Das wollte ich noch loswerden. Tja, man merkt schon, dass das Auto irgendwie eine Erfindung der Deutschen ist. Die anderen können es nicht. Engländer haben das Lenkrad auf der falschen Seite, das ist ja auch doof, ne? Egal. Naja, jeder hat so sein Temperament beim Autofahren, glaube ich, oder? Ja, das ist auch lustig. Da hatten wir uns an dem, bei dem einen mal ein bisschen verfahren. Da waren wir auf einmal in so einer Hintergasse da praktisch. Und das war total geil auf der Rückfahrt, als wir wieder auf die richtige Strecke gefahren sind. Mein Vater so zu mir so lag da gerade einer, so eine Fabrikanlage oder sowas, ne? Lag da gerade einer? Ich so, hä, was? Schau auch so hin, ja? Und dann liegen da so 5, 6 Typen am Boden und pennen da halt einfach. Ah, cool. So, ja, weißt du, so, ja, so nach dem Motto Mittagspause oder so, ne? Zuerst so, erster Gedanke, scheiße, da ist einer vom Dach gefallen, so nach dem Motto, weißt du, auf einmal liegen da noch drei andere, so, Moment. Das ist Siesta, ne? Ja, die lagen da einfach direkt auf dem Boden und haben gepennt. So schön gemütlich halt, ne, wie man es kennt. Ja, so viel zum Thema Temperament. Wir sind sowieso, also, und was man sagen muss, Kaffee. Kaffee ist da unten echt saugeil. Okay. Also ja, wenn du hier irgendwo Kaffee trinken gehst, zahlst du ja für einen Kaffee, ich sag jetzt mal ganz grob, ne, ganz grob geschätzt, 2-3 Euro oder sowas, ne? Kommt hin, ja. Hast einen Kaffee, der schmeckt eigentlich scheiße. Ist das gleiche, wie du zu Hause auch trinken würdest, wenn du die Kaffeemaschine anschmeißt? In der Regel zumindest, ich möchte es nicht. Auf alle Fälle da, also da unten dann Spanien und sowas, Spanien, da machen die Kaffee, also der teuerste Kaffee, den wir da unten getrunken haben, war 1,20. Okay. Und das Zeug, das hat so geil geschmeckt. Also im Vergleich mit dem, was wir hier so trinken, ist das nicht. Also das ist Bullshit dagegen. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber das haben die vielleicht noch ein bisschen von den Italienern, also von den Nachbarn dann mit übernommen. Ja, das kann schon sein. Aber wie gesagt, also kaffeemäßig war da unten absolut geil. Glaube ich. Und auf meiner kompletten Reise habe ich insgesamt durchfahren. Moment, lass mich überlegen. Es waren Frankreich, Spanien, Italien, ja. Und, stimmt, und durch ich glaube Österreich? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, durch Österreich sind wir durchgefahren. Ah ja, na, dann bist du ja weit rumgekommen. Habe ich ein paar Länderpunkte gesammelt. Ja. Ja, cool. Wo wir eigentlich noch durchfahren wollten, sind wir dann aber mit der Autobahn gefahren, war Monaco. Das Fürstentum Monaco. Hättest ein bisschen Geld da lassen können. Warum? Teuer. Ja, teuer, aber die haben da auch, also wie das da läuft, die sind schon gut ausgestattet. Die haben da nichts zu meckern, würde ich sagen. Nö, keine Frage. Die sind da schon ziemlich wohlhabend. Uiui. Und die haben auch keine Steuern. Nein? Haben sie nicht? Die haben keine Steuern. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das habe ich auch von meinem Vater erfahren. Der alte Labersack. Nee, also wie gesagt, also Steuern müssen die da anscheinend nicht wirklich was zahlen. Kein Wunder, dass da so viele hinwollen. Ja, dafür ist es da grundstücksmäßig teuer und so, ne? Und das können sich die meisten gar nicht leisten. Deswegen sind sie so in die Nachbarländer gezogen, so Italien, Frankreich und sowas. Und fahren dann nur zum Arbeiten praktisch rein nach Monaco und dann wieder heim nach Italien. Ah ja, schon. Zum Beispiel. Interessant. Also das sind wirklich Dinge, die ich auch noch nicht so wusste.
Ja, da könnt ihr noch was lernen. Willkommen bei TV Jubilas LP. Und merkt euch immer eins, da hinten wird's heller.